Beobachtet heute wieder einmal die Geschichten unserer tollkühnen Helden Orom und Jonas. Sie begeben sich auf eine Mission voller Abenteuer. Was sagst du dazu, Orom? Ta-da-da-da! Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier bei unserem unglaublichen Podcast mit Orom und... Jonas? Ich dachte, jeder von uns sagt unseren eigenen Namen. Naja. Okay, gut. Also ich bin Jonas. Das, was ihr eben gehört habt, das war Orom. Hallo. Haben wir heute wieder ein Thema, Orom? Hast du dir eins überlegt? Ja, nein. Du? Also ich habe mir ein Thema überlegt. Lass mal hören. Unser Thema heute ist Sport. Ja, du, ich hab da so eine Grille im Kopf, die zirpt jetzt ganz leise vor sich hin und sonst passiert da nichts in meinem Hirn, also, Gut, also, wir begeben uns erst einmal auf die Seite von, auf welche Seite wollen wir uns begeben, Orom? Keine Ahnung, Donald Trump regiert die Welt.de? Kicker.de, aha. Also Fußball. Meinst du nicht, wir machen uns sehr viele Feinde, wenn wir da jetzt irgendwas Falsches sagen? Du meinst beim Kicker? Ich meine über Fußball allgemein. Ja, es gibt ja immer die Fraktion an Menschen, die Fußball nicht mögen, die sagen, Football, das ist mein Sport, den will ich sehen, den will ich haben. Aber, was hältst du denn vom Fußball? Also erstmal meine Meinung, für mich ist Fußball ein Sport, den ich sehr mag, den ich auch gerne mal gucke irgendwie. Aber es gibt auch noch viele andere Sportarten, die ich auch noch sehr gerne mag, wie zum Beispiel Football, Tennis, Basketball, Eishockey, auch normales Feldhockey. Gibt es irgendeinen Sport, den du magst, Orom? Nicht so wirklich, denn ich habe irgendwie in jeder Sportart schlechte Jugenderfahrungen gemacht, deswegen, ich war mal in einem Sportverein, in einem Fußballverein, in einem Turnverein, Leichtathletikverein war ich auch schon mal, Tischtennisverein und irgendwie habe ich in allem nicht sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich mag Sport allgemein, ja, aber ich würde daraus niemals so eine Art, ich muss gewinnen! Machen oder irgendwas Kommerzielles. Also für mich zählt eher der Spaß am Dingens und nicht das Gucken. Du redest aber über was ganz anderes. Du redest eher über das Kommerzielle. Guck mich nicht so an. Wie meinst du das Kommerzielle? Naja, du sagtest, du guckst gerne Fußball, du hast auch Sky. Das habe ich noch bisher noch nicht gesagt, aber ja, ich habe Sky. In einer der letzten vorherigen. Okay, gut, in einer der letzten Episoden habe ich es erwähnt, ich habe auch Sky. Ich glaube, da ging es irgendwie um Geschenke und was wir uns in der Vergangenheit gewünscht haben und was dann irgendwie nicht funktioniert hat. Egal. Hört sie euch an, guckt euch an, irgendwas halt. Folge 2 ist sollte gestern rausgekommen sein am ersten Weihnachtsfeiertag. Hoffe ich. Oder diese Episode wird an Heiligabend hochgeladen. Dann eher schlechte Idee. Aber ich... Die Planung ist, diese Folge wird am zweiten Weihnachtsfeiertag hochgeladen. Ho, ho. Ho, ho. So. Aber Moment. Wenn das an Weihnachten kommt, also viel Spaß, fröhliche Weihnachten oder fröhliche Feiertage. Man soll ja nicht mehr so sehr auf die Religion gucken, weil Political Correctness und so ein Scheiß. Zurück zum Thema. Also, Fußball, du hast Sky. Toll. Ja, Fußball... mag ich gerne. Aktuell bringen wir die Zuhörer überhaupt nicht weiter mit unserem Gelaber hier. Ist doch toll. Ich habe erst einmal, um es zu erwähnen, ich habe mich mit Orom schon mal über Sport unterhalten und hab Orom gefragt, wollen wir uns vielleicht ein bisschen über Sport unterhalten? Ja, nee, lieber über Politik. Oder irgendwas anderes. Hauptsache kein Sport. Ich kann Sport nicht so sehr abhaben, also für alle, die Sport mögen, hey, wir werden wahrscheinlich nicht wirklich große Freunde.
Wir können uns ja mal darüber unterhalten, dass im Sport immer mehr kommerzialisiert wird. Das heißt, es wird mehr auf das Geld geachtet, was reinkommt, als auf den Fan, der ins Stadion kommt. Auf den ersten Blick ist es natürlich gut, erstmal mit der Kommerzialisierung. Die Vereine bekommen Geld, können damit Spieler anschaffen. Der Fan sagt, oh, mein Verein hat wieder einen coolen neuen Spieler gekauft für viel Geld und so. Und die Fans im Stadion werden natürlich auch belohnt, dass sie schönen Fußball sehen. Aber das Problem ist natürlich, der Fan im Stadion wird nur mit gutem Fußball belohnt. Bei der Kommerzialisierung vielleicht. Und wird vielleicht damit belohnt, dass er mal sieht, dass sein Team mal in der Champions League spielt oder in der Europa League mitspielen darf. Aber das war's dann auch leider schon wieder. Weil der Fan im Stadion, Kommerzialisierung bedeutet, die Ticketpreise müssten erhöht werden. Das wird jetzt noch nicht so gemacht, wird in England aber sehr viel gemacht. Aber es ist auch sehr schwierig, das Ganze so auf ein richtiges Gleichgewicht zu bringen, weil nämlich der Fan im Stadion und der Zuschauer, der zu Hause sitzt, die müssen eigentlich beide befriedigt werden vom Fußball, vom Verein, von der Bundesliga. Und es ist halt einfacher, den Fan vom Fernseher zu befriedigen, als den Fan im Stadion, weil der Fan im Stadion, der möchte gerne gute Bratwurst haben, der möchte gerne gute Stimmung haben. Und gute Stimmung bedeutet halt, dass die Ultras im Stadion sein müssen. Und ich glaube nicht, dass die Ultras die größten Freunde der Vereine sind. Es wird ja nach außen gerne so dargestellt, ja, die Ultras, wir sind in einem Dialog, wir arbeiten mit den Ultras zusammen. Aber in Wirklichkeit ist es so, die Leute, die in den Fanlogen sitzen, die Tausenden von Euro ausgeben, um so eine Loge zu mieten, zu besitzen oder so. Das sind eigentlich die, die das Geld einbringen. Die Ultras sind eigentlich nur im Stadion gelassen worden bisher für die Stimmungsmache. Und wenn die Ultras und das Sta also wenn die Leute, die ins Stadion kommen, auch nicht mehr wichtig sind für die Finanzierung vom Verein, dann wird es auch keine Ultras bald mehr geben. In England ist das zum Beispiel so, da hat man in den 80ern die Ultras rausgeworfen, wo man ein familienfreundliches Stadion haben wollte und man wollte keine Exzesse sehen im Stadion und so Sachen. Und auf der einen Seite natürlich schön, dass man familienfreundliches Stadion machen möchte, aber ja, Ultras gehören halt nun mal zum Fußball dazu. Ich sehe auch in anderen Sportarten Ultras. Die werden aber, glaube ich, drin gelassen, weil die vor allem weniger Probleme machen. Im Basketball wäre es auch ein bisschen schwierig mit so Rauchgranaten zünden. Aber ja, ist natürlich alles schwierig, dieses ganze Thema. Hört sich ja toll an. Das ist mitunter einer der Gründe, wieso ich Sport in, also so kommerzialisierter Mannschaftssport, so ein bisschen verachte, einfach nur aus genau diesen Gründen. Es gibt andere Sportarten, da geht es um einiges krasser zu im Publikum und auf der Bühne. Das wäre dann sowas wie Mixed Martial Arts oder wie wird das so ausgesprochen? Ja, Ich genau. MMA-Fighting, Mixed Martial Arts Fighting. Ja, da geht es dann etwas härter zu im Publikum. Sowas finde ich dann wieder lustig. Ich bin Arsch, ja. Also wenn die sich fett die Fresse polieren und das dann richtig schön blutet. Ich finde sowas lustig. Liegt vielleicht an meinem kranken Hirn, ich weiß auch nicht. Also, du meinst jetzt damit, dass bei Mixed Martial Arts Kämpfen im Publikum mehr Stimmung herrscht? Ja, so kann man es auch sagen. Ich gehe schon davon aus, dass sie sich da manchmal auch gegenseitig ein bisschen verkloppen. Passiert doch, Im glaube ich. Publikum. Denk schon, Also ich, oder? ich, ich, also ich habe jetzt MMA-Fights gesehen. Ich habe jetzt selten mitbekommen, dass so war beim letzten MMA-Fight, den ich gesehen habe. Ist auch schon etwas länger her. Ist ja hier in Deutschland nicht so einfach, an MMA-Fights so gut ranzukommen. Der letzte war Conor McGregor gegen Khabib Nurmagomedov oder wie er hieß. War ein russischer Muslim und der hat gegen den irischen Christen, jetzt müssen wir hier schon die Religion von den Leuten sagen, aber das ist nun mal einfach so, der
Die haben gegeneinander gekämpft. Ich muss das Mikrofon mehr zu meinem Mund führen. Die haben gegeneinander gekämpft. Und am Ende war es so, dann hat der Khabib Nurmagomedov, hieß er, glaube ich, also der Khabib, der hat gewonnen, ist dann aus dem Kampfkäfig rausgesprungen. Und dieser Khabib, der hat dann ordentlich auf den Stuff von dem Conor McGregor eingedroschen, weil die haben ihn wohl irgendwie verhöhnt. Der ist ja wirklich rausgesprungen in die Leute rein, hat er drauf auf die eingeprügelt und Die Leute wahrscheinlich auch wieder dann kam der zurück. Stuff von Khabib, der kam dann ins Octagon, heißt das ja im MMA-Fighting. Zwei gehen rein, einer kommt raus. Zwei gehen Beim rein, einer kommt raus. bei der UFC, bei der Uni beim United Fight Club, ist ja so, die kämpfen ja in einem Octagon, aber ich glaube, das ist normal bei Ja. MMA-Fights. Also es ist ein, wie schon gesagt, Octagon, ein achteckiger Käfig, in dem gekämpft wird, für alle, die keinen MMA kennen. Da sind dann Leute reinkommen, haben dann den Conor McGregor an den Griffen. Also es war geil, es war lustig. Der Kampf selber, ja, Conor McGregor hat leider verloren. Schade, fand ich. Dann wurde es aber wieder geil, weil dann hat Khabib auf den Stuff von Conor McGregor eingedroschen und ach, Chaos vorprogrammiert. Also ich fand's lustig. Ja, ich habe einen sehr schwarzen Humor. Ich finde es auch lustig. Ja, aber du hast es ja schon gesagt. Ich bin halt nicht so der Sportfan. Also, ich stehe mehr so auf sowas wie Anne Will. Das ist so hart ZDF-Politik-Sendung. Das finde ich total langweilig und meistens finde ich Leute, die da eingeladen werden. Da laden sie irgendwelche Poli nicht irgendwelche Politiker ein. Politiker wäre ja schön. Da laden sie irgendwelche Prominenten ein und dann so Thema, ja, soll der Paragraph 218 Verbot zum Werben von Abtreibung, soll der abgeschafft werden? Dann wird der, was weiß ich, Barbara Schöneberger eingeladen. Barbara Schöneberger so, ja, finde ich ja voll scheiße und junge Frauen sollen sich ja ausleben können. Leute, ladet einen richtigen Experten ein oder lasst es einfach. Du, die haben letztens die Wagenknecht und den Lindner eingeladen und die haben dann da mit diesem, Ja, das sind ja auch Politiker. ja, siehst du, das sind echte Politiker. Meistens laden die dann irgendwelche Soziologen oder Finanzwirtschaftler ein, die dann noch was dazu sagen oder irgendwelche Unternehmer oder Personen aus dem Publikum oder sowas. Ich habe da jetzt nicht so häufig irgendwelche Prominenten gesehen. Aber bei der WDR-Talkshow habe ich, glaube ich, ganz oft Prominente gesehen. Okay. Ja, die ist lustig. Zurück zu deinem Thema. Ich versuche immer so ein bisschen wieder einzulenken. Nicht, dass wir die nächste Ausfahrt nehmen und dann ganz fernab vom Sport sind. Wobei ich dieses Thema überhaupt nicht mag. Ich kann es nicht oft genug betonen. Jetzt dreh das Mikro wieder zurück. Ich möchte nicht so viel dazu sagen. Bla 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 bla. Ja, also ich gucke mir lieber Anne Will an, als irgendwie, nicht Anne Will, andersrum. Ich guck mir lieber UFC-Fights an, wo Kämpfer auch außerhalb vom Kampfbereich kämpfen, als Anne Will. Da wird zwar auch gekämpft, außerhalb vom Kampfbereich vielleicht manchmal. Aber verbal und mit Worten. Verbal mit Worten, wird so lange auf den Gegner eingedroschen, selbst in der Umkleide, wenn der sich gerade abschminkt oder. Du kennst doch, Anne Will hat auch tonnenweise Schminke drin, die muss sich erstmal abschminken, wenn sie rauskommt aus der Sendung. Du, die hat einen Spachtel, die hat immer einen Spachtel neben sich für den Die hat Fall, dass. direkt so ein Ja. Stuckateur, der steht hinter der Kamera so: Cut, wir müssen nochmal nacharbeiten. Ja, natürlich. Eigentlich sind das Maurer. Die schließen erstmal die Fugen in das im Gesicht. Eigentlich ist er eine wilde Mann, weißt du? Das ist dann Anerville oder sowas. Ja, Anerville, der hat. Laura Ja, Anerville, eigentlich hat Anerville einen Schniepel, da ist ja klar. Also, die können uns verklagen, Orom. Wir stellen ihre Sexualität in Frage. das muss sie doch beweisen, Warum nicht ist das ich. doch egal? Die hat immer einen Spachtel nebenbei und dann spachtelt die sich immer so schön die ganze Maske rum. Naja, egal. Bitte nicht verklagen. Wir sind ganz klein. Wir können uns nichts leisten. Ich bin erst 10. Heul. Sehr schön auch rum. Ja, auf jeden Fall Kommerzialisierung im Fußball. Ultras sind nicht so die Lieblingsfangruppe. Die Ultras sehen sich aber, glaube ich, manchmal so, dass sie die Lieblinge wären von den Vereinen. Aber
ja, wer halt den Verein Geld kostet, statt ihm Geld zu bringen, also eigentlich sind die Ultras nur dafür da noch im Stadion, weil da gibt es schön Stimmung, da kommen nämlich Leute ins Stadion und sagen, ach, was eine tolle Stimmung im Stadion, tragen zwar selber nichts zur Stimmung bei, das muss man auch mal so sagen, andere Leute, für die ist halt Fußball Unterhaltung, für die Ultras ist es halt den ihr Leben, der Fußball. Die machen das halt so lange, bis sie ein künstliches Hüftgelenk brauchen und nicht mehr in der Kurve, ich frage mich mal, wieso heißt in der Kurve stehen? Ich sehe selten Ultragruppen, die wirklich in Kurven stehen, sondern viel öfter Leute, die auf irgendwelchen, zum Beispiel auf der Südgeraden oder, nee, auf der Südtribüne oder so, zum Beispiel in Dortmund, auf der Südtribüne sind. Wobei ich damit natürlich die Fans in den Heimstadien meine, auswärts ist das natürlich eine andere Situation, da können natürlich auch mal Gästefans in der Kurve und somit auch die Ultras mal in der Kurve sein. Sollen wir vielleicht auch sagen, dass die Powerbank leer ist, an der er gerade sein Handy laden möchte? Wieso, Oron, benutzt du übrigens, was benutzt du da übrigens? Hast du dein eigenes Kabel mitgenommen? Ja. Oron hat, oh Gott, Oron hat einen Lightning-Anschluss mitgebracht. Scheiß Apple, ich hasse Apple. Obwohl ich selber Oh, MacBook habe. oh. Ein bisschen Ladung war drinne. Ein bisschen Ladung war drin, das war ein bisschen Restladung. Jetzt ist der Akku leer. Okay, zurück. Für alle Leute, die gerne mal an Hochspannung arbeiten wollen, kleiner Tipp vom Elektroniker-Azubi, immer auf die Rückspannung achten. Rückspannung bedeutet, wenn ihr einen 20.000 Volt-Transformator die Stromversorgung habt, dann ist auf den Leitungen zu dem Transformator hin immer noch eine Spannung. Und die muss erst abgeführt werden. Macht man das nicht, gibt es eine Rückspannung und dann gibt es ordentlichen Knall. Nee, Das Knall gibt's nicht, aber du kriegst schon ordentlich eine gewischt, wenn du da dran packst. ja, und deswegen empfehle ich einfach direkt da dran zu packen, dann ist es am schnellsten entladen. Und wenn du einen Herzschrittmacher hast, ist man dann übrigens tot. Nur von der Rückspannung, die da einfach nur drauf liegt auf den Kabeln. Das ist vor allem gut für die Lebensversicherung, die müssen dann ordentlich zahlen. Selbstmord wird aber nicht bezahlt von der Lebensversicherung. Das ist doch kein Selbstmord, das ist ein Arbeitsunfall. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Ich bin Arsch. Hast du übrigens gewusst, dass es ein ungeschriebenes Gesetz einer Zeitung oder eines seriösen Medienmachers ist, nicht über Selbstmorde zu berichten? Liebe Leute, ruft die 1, nee, nicht 1, die 0800 110 110, ich glaube, so ist die Nummer wirklich an, das ist dann irgendwie Selbstmord-Hotline. Viel einfacher haben es die Leute übrigens in Österreich, die wählen einfach die 114, dann sind sie bei der Selbstmord-Hotline. Wir in Deutschland hier 0800 110 110. 0800 Nummern sind keine, also die sind, Kostenfreie das sind Nummern. kostenfreie Nummern. Viele denken, man zahlt dann ordentlich drauf. Nein, bei 0900er Nummern bezahlt man was. Ja, da klingelt die Kasse, du, das ist richtig teuer. Aber da ruft man auch meistens irgendwelche Astro-TV-Wahrsager an oder irgendwelche. Neun Live. Irgendwelche Frauen, die Ulrike heißen, dann so, oh, ich gib mir dein, was weiß ich, in meinen Mund und ich Stopp, stopp, sei mal kurz verknote ruhig. Also Selbstmord ist natürlich kein Spaß. Für jeden, der irgendwie daran denkt, ich weiß, es gibt Gründe. Es gibt gute und schlechte Gründe dafür. Falls ihr Probleme habt, sucht im Internet nach so einer Hotline. Nein, sucht lieber nicht im Internet nach irgendwelchen Sachen, sondern geht zu Menschen hin, die euch helfen können. Entweder das oder sucht im Internet nach Hotline, die bei euch in der Nähe da so empfangbar sind, beziehungsweise eintippbar sind. Ja Es gut, gibt. sucht im Internet nach Hotlines. Übrigens, wenn ihr bei Google eingebt, Selbstmord-Hotline, die wird euch direkt oben angezeigt. Funktioniert übrigens auch mit dem Notruf. Also wenn ihr nicht wisst, wie der Notruf ist, einfach eingeben Notruf. Das wird euch direkt angezeigt. Müsst ihr gar keinen Link anklicken. Und für den Fall, dass Festnetz oder alles andere an Telekommunikation nicht funktioniert, außer Rauch, Internet. Rauchzeichen funktionieren übrigens nicht bei der Feuerwehr. Wird schlecht gesehen. Obwohl doch, dann kommen sie doch, aber sie denken, es brennt. Ja, nee, die kommen dann zur Grillparty alle mit Tellern. Ja, das Nein, passiert dann. es gibt natürlich auch hier Online-Behörden und so weiter, da kann man das auch angeben, das ganze Zeug. Sollen wir es mal kurz ausprobieren? Nein, wir waren noch beim Fußball. Das ist eine schöne Überleitung. Ich versuche jetzt gerade wieder nachzuvollziehen, wie das funktioniert hat. Aha, ich habe gerade herausgefunden, wenn man das bei Bing eingibt, weil ich benutze gerne Bing.
Du stehst alleine damit da. Dann wird einem hier. Was ist das? Ach du Heiliger. Auch am weiß, was ich gar nicht wusste. Es gibt eine Notrufnummer für eine notwendige Sauerstofftherapie. Krass. Weißt du, was eine notwendige Sauerstofftherapie, wann man die braucht? Ich habe keine Ahnung, wenn der Sauerstoff plötzlich zu wenig wird in der Wohnung oder wie, kommt dann einer mit der Gas? Nein, Moment. Du meinst mit der Druckkammer? Genau. Ja, Sauerstofftherapien braucht man, wenn man zum Beispiel irgendwie in einem verrauchten Raum war und hat sehr viel Rauchgas eingeatmet, dann kommt man in so eine Kammer, wo irgendwie reiner Sauerstoff drin ist mit Überdruck und da wirst dann irgendwie, was weiß ich, gerettet. So. Ärztlicher Bereitschaftsnotdienst. Aha, interessant. Ja gut, da gibt es interessante Nummern. Ich weiß nicht, ob die überall geltend Hier die sind. Ah, bundesweit. Telefonseelsorge ist das. Das ist die 0800. Ach nee, das ist die 0800 11110111. Oder nochmal kurz zum Mail schreiben. 0800 111 0111. Ja. Oder statt 11 hinten eine 22. Weißt du, was der Unterschied davon ist, warum? Nö. Das ist einmal die evangelische und einmal die katholische Telefonseelsorge. Ja, warum? Da geht ein Priester dran und dieser Priester beantwortet deine Fragen. Ich glaube, es ist ein Priester. Entschuldigt, was ich gesagt habe. Vergesst bitte alles, was ich eben gerade gesagt habe über die Hotlines, dass ihr im Internet gucken sollt. Geht lieber und sucht euch lieber professionelle Hilfe. Ja. So schnell Warum hat ändert was sich. gegen die katholische und evangelische Kirche? Nein, ich. Nur weil er nicht katholisch oder evangelisch ist. Gib's doch zu, Orom. Also erstmal bin ich Christ. Aber das interessiert wahrscheinlich keine Sau. Und selbst wenn, ist es mir egal. Tut mir leid, aber ich mag halt so, das sind für mich Öko-Fritzen, die dann sagen, ja, Gott liebt dich und so ein Scheiß. Bitte fühlt euch da bitte nicht angesprochen oder sowas. Wahrscheinlich mache ich mir gerade ganz, ganz viele Feinde, aber sucht euch lieber professionelle Hilfe. Diese Menschen sind sehr gut ausgebildet. Ich weiß, dass Priester teilweise auch dafür ausgebildet sind, aber ich kann das nicht ernst nehmen, wenn jemand sagt, oh Gott liebt dich und du hast doch noch so viel zu leben. Alter, dann würde ich freiwillig. Naja. Oh Mann, warum erzählt er den Leuten nicht, dass sie, wenn sie zu Priester gehen, dass das alles Fritzen sind? Ja gut, der ein oder andere Priester ist nicht so ein Fritz, aber ich kann dann, ich kann, nein, das tut mir leid. Also geht lieber zu einem Menschen, den ihr sehen könnt. Ganz ehrlich, ist besser. Ja, manchen Leuten ist sogar sowas peinlich. Beispielsweise auf gutefrage.net, wo ich oft unterwegs bin, wir sind sehr weit vom Thema Sport abgerückt. Hast du gemerkt, warum? Ja, aber jetzt erstmal sagen, was hast du bei gutefragen.net gefunden? Auf gutefrage.net schreiben immer so Leute, ja, ich hab da, ja, mein Hund hat an meiner, ihr wisst schon, geleckt, also es geht um eine Frau, und jetzt ist das so rot und brennt. Erste Sache, die sein kann, sie hatte mit jemandem Geschlechtsverkehr, der eine Geschlechtskrankheit hat, dann brennt nämlich auch im Intimbereich was. Und, deshalb der lustige Spruch, wenn das, wenn der, wenn der, wenn die Flamme zum Dauerbrenner wird. Das war eine Werbung für das Verhütungsmittel Kondom. Jetzt kaufen Sie nur hier und nur heute das Kondom. Tja, das einzige Verhütungsmittel. Moment, wir sind beim. Sch wir waren beim Sport. Ja, das ist sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Ich würde ja Depressionen und Selbstmord, irgendwas, das würde ich noch verstehen. Das könnte vielleicht irgendwie noch irgendwo in Sport reinpassen. Aber das ist jetzt echt weit weg. Geschlechtsverkehr, toll, aber vielleicht wann anders mal, oder? Das schreiben wir uns vielleicht irgendwo auf. Einfach in Sollen mein wir Gesicht. im Anschluss direkt den Podcast aufnehmen, Thema Geschlechtsverkehr auch? Bist du dafür? Ich will sterben. Okay, dann wir reden lieber nicht drüber. Heutiger Podcast übrigens mit totaler Überlänge. Eine Stunde braucht er heute. Ja. Auch warum hat sich gerade zu mir rübergebeugt. Ich dachte, was kommt jetzt? War ein unglaublicher Satz und dann. Ja. Schnucki, ich liebe dich. Und eigentlich habe ich nur mal auf den Bildschirm geguckt. Wir haben 22 Minuten und 30 Sekunden. Okay, wir gehen. Erstmal wieder eine super Überleitung. Ja, Fußball. Ach so, und Ja. übrigens, wie es mit der Frau weiterging, ich habe dann geraten, sie soll doch bitte,
wenn es sehr dringend ist, doch bitte den hausärztlichen Notruf anrufen. Daraufhin schrieb mir jemand, das wäre gar kein Notfall, in dem sich befindet, sie könnte auch einfach zum Arzt gehen. Sag ich ihm, lies meine Nachricht, du Holzkopf. Das habe ich mir auch so geschrieben, ihr wäre ein Holzkopf. Lies meine Nachricht, du Holzkopf, dann siehst du, ich habe ihr geschrieben, wenn es Notfall ist, wenn es dringend ist, wenn es nicht mehr aushält vielleicht, dann sollst du da mal anrufen. Und So. nicht die 112. Sollen nicht Hundespucke sehr antibakteriell wirken? Also. Ja, nur bei Hunden vielleicht. Aus dem Schleimhaut Naja, kann könnte ja sich sein, leicht entzünden. dass das wirken würde, als ob sie sich gerade Reinigungsalkohol über, ja, gekippt hätte. Vielleicht brennt das dann deswegen und ist so rot. Könnte eine Begründung sein, ich weiß nicht. Also ich hab bisher nur gehört, dass Wolfsspeichel irgendwie antibakteriell wirkt, aber Hundespeichel, also ich würde ungern, dass ein Hund mir irgendwie Stopp, meine Wunden stopp, leckt. stopp. Weiter. Sport. Gut, Sport. Aktuelle Ergebnisse. Leipzig gegen Mainz 05. 0:0. Aha. Danach Frankfurt gegen Leverkusen. Auch um das können wir uns doch live angucken heute. Frankfurt gegen Leverkusen. Ich liebe es immer wieder zu sagen, Sport ist nicht mein Ding. Gut, wir gucken heute nicht Leipzig gegen Leverkusen. Also zumindest nicht so lange Aurum noch da ist. Finde ich gut. So, weitere Sportarten außer Fußball, Formel 1. Was hältst du davon, dass Ferrari dieses Jahr nur Zweiter wurde nach Mercedes mal wieder? Das ist so schlimm, dass zwei unterschiedliche Firmen irgendwie im Konkurrenzkampf stehen, der nicht direkt wirtschaftlich in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gut, also Mercedes hat mal wieder Ferrari abgehängt in der Gesamtwertung der Konstrukteure. Ich gucke gerade auch um an, weil er an meinem Dongle, ich nenne ihn gerne Dongle, es ist der Adapter für mein MacBook, E-Mac. für mein MacBook, iMac, ich hasse Apple, ja, ich hasse Apple auch wirklich, aber Sagt der sein try. iPhone hat. Try and Error heißt ja. Try and Error. Ausprobieren und dann sehen Error. Ja. Und jetzt habe ich mein Mac gekauft und versehentlich zwei gekauft, weil ich gern zwei ersteigern wollte. Nein, ich Ab wollte einen ersteigern und dachte, ich kriege niemals beide. Apropos Technik, es gibt doch so ganz viel Technik, das manchmal so Porsche-Design hat. Und jetzt guck dir mal diese Überleitung an. Ja, Porsche, das ist doch so eine Firma, die hat doch auch bestimmt irgendwas mit Sport zu tun. Und Formel 1. War das eine gute Überleitung? Im Wort Formel 1 ist nirgendwo ein A. Vielleicht in Formula. Das ist der englische Begriff für Formel. Ich fühle mich verarscht. So, wir gehen weiter zum Eishockey. Oh, jetzt live das Spitzenspiel in Augsburg Adlers, Augsburg gegen Ingolstadt. Das ist schön, da können die Leute ganz genau erfassen, wann wir das hier gucken. Das ist echt toll. Parallel spielt übrigens Mannheim, die, ich glaube, Adlers Mannheim gegen irgendwas Ingolstadt und die Bären Wolfsburg gegen die Rookers. Wenn ich wüsste, was die Rookers nochmal irgendwie richtig heißen, ist egal. Mal so eine Frage. Möchtest du jetzt einfach nur die Ergebnisse vorlesen oder was soll das jetzt hier bringen? Ich weiß auch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht so ganz, warum. Schreite doch ein, sag doch, das ist hier keine Abschiebung, das erzähl einfach ein spannender Dicke zum Eishockey. Deutschland, Silber bei Olympia. Geil. Och, und was hältst du davon? Wir waren mal besser. So sagen zumindest die meisten Nachrichten. Wir waren noch nie besser. Es konnte noch nie ein deutsches Team, glaube ich, irgendwie ansatzweise mehr als den, was weiß ich, sechsten Platz bei Olympia belegen. Das habe ich anders in Erinnerung. Ich glaube, Olympia in London hatten wir schon einige Goldplätze. Olympia in London. Ja, 2012. Olympia in London haben wir kein Eishockey gespielt. Ja, toll. Apropos Sport, da fällt mir doch ein Sport ein, der mich echt interessiert. Aber bei dem ich noch nicht so ganz durchblicke, wie das funktioniert. Ja. E-Sport. Da, wo der deutsche Sportverein sagt, das ist ja nichts. Meinst du der DFB? Oder der DFB, Nee, halt die der Pappnasen. Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, das ist so die,
Ich glaube, der Mutterkonzern, was allem, von allem, was irgendwie Sport ist, der sagt, das wollen wir nicht als Sport anerkennen. Also alle, die ich jetzt gerade beleidigt habe, Entschuldigung, ich meine nur diese Köpfe von genau das. BOSB. Ja, also auf jeden Fall, die wollen das nicht. Die Große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag aber geschrieben, sie wollen das so machen. Sie wollen E-Sport zum Sport anerkennen. Ja, genauso wie sie den Artikel 13 hier nicht durchbringen wollten in anderer Form, also der Artikel 13 auf EU-Basis, aber den doch im EU-Parlament da durchprügeln bis zum geht nicht mehr. Der Vorschlag ist schon recht alt und der wurde schon sehr häufig versucht durchzuprügeln. Vor kurzem erst während der WM. Zum Glück sind wir rausgeflogen. Ja, da brennt vielleicht auch das Herz bei mir. Sport ist zwar nicht so meins, aber wenn es um die Weltmeisterschaft geht, tut das auch schon so ein bisschen weh. Wenn Auch für es um die mich. Weltmeisterschaft im Bierdeckel schnipsen geht, ist Orom voll dabei. Ja, voll Da sitzt dabei. Orom nachts um 3 vor dem Fernseher, wenn irgendwo in Pennsylvania City oder so. Pennsylvania City. Kennst du irgendeine Stadt in Pennsylvania? Pennsylvania vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Also in Pennsylvania, da gibt es irgendwie gerade gesagt, Bierdeckel, Schnips, WM, da sitzt auch um nachts um 3 vorm Fernseher, seine Mutter kommt rein, oh, was guckst du hier? Ich guck die Schnips-WM, Mutti, die Schnips-WM. Und dann sagt sie, so hat versaut, das kommt mir nicht ins Haus. Knallt mir das Ding mit den Fingern darin zu und dann sagt sie, nö, geh jetzt Den schlafen. Fernseher knallt sie dir zu auf den Kopf, oder was? Ja, genau so, nicht anders. Okay, wir gehen weiter zu Basketball. Basketball, aktuell Dirk Nowitzki. Der erste, ich glaube auch einzige Spieler bisher, der 21 Saisons, NBA-Saisons hintereinander für ein dasselbe Team gespielt hat. Apropos Dirk Nowitzki, der macht doch immer Werbung für diese eine Bank, die hier gerade die ganze Zeit ING. ihre. Ja, genau. Rechts von der Kickerseite wird Werbung für die Bank ING gemacht, die früher ING Dabiga oder Pariba hieß oder so ähnlich. Ihr Gediba, die Bank ING und du oder Diba. sowas in der Ja, Art. und da macht ja Dirk Nowitzki für Werbung. Also die momentan aktuelle Werbung ist echt für den Arsch. Nur genau das versucht ja Werbung schön ins Hirn einbrennen. Und damit das keine Werbung jetzt für ihr Gediba, die Bank und du ist, nenne ich jetzt andere Banken. Die Volksbank, die Sparkasse, Die kennst du noch? Volks- und Raiffeisenbanken heißt das. Genau, Volks- und Raiffeisenbanken, die Allianz, Bank. Correctness muss hier groß geschrieben werden. Mir fehlen die Worte. Ja, du wolltest was über Dirk Nowitzki weiter erzählen und über Basketball. Aha. Was sind das bloß für Punktzahlen? Ich verstehe diesen Sport nicht so ganz. Warum versteht nicht die Ja, Ergebnisse von Basketball? Wieso verstehst du das nicht, Warum? hier, guck dir das mal an. 100 zu 128, 113 zu 104. Was zur Hölle? Also. Bei einem Wurf im Basketball, also beim normalen Wurf aus dem Spiel heraus, kann es pro Wurf entweder 2 Punkte geben oder wenn man 6 Meter vom Korb entfernt steht, vor einer Linie, die extra da ist, dass die 3-Punkte-Linie ist, dann kann man 3 Punkte erhalten. Und man kann es dir denken, die Felder sind, glaube ich, keine Ahnung, 20 Meter, also die Körbe sind 20 Meter, glaube ich, irgendwie so auseinander. Da geht es relativ schnell mit den Angriffen und zumal die spielen eine Stunde lang, bestimmt. Jetzt, also ich mag Basketball, aber nur so zum Spielen, nicht zum Angucken. Das finde ich schon echt langweilig. Meine Grundschullehrerin, die ist gefühlte, ich glaube, 70 Jahre alt oder so. Die spielt heute noch Basketball wie ein Profi. Die liebt Basketball. Die wurde auch schon mehrfach operiert, weil sie sich ordentlich verletzt hat. Die hat in beiden Händen, in jedem einzelnen Finger Drähte drin, weil sie sich immer die Hände, die Knochen, glaube ich, da drin gebrochen hat. Ich habe einen alten Sportlehrer, der ist heute bestimmt 70, der spielt immer noch Tennis. Ist doch cool. Der Typ ist auch schon. Und ich hab den auch gefragt. Und sie sind aber immer noch im Tennisverein. Wieso nicht? Sag ich, ja, sie sind aber schon relativ alt. Ja, es gibt ja Seniorenwettbewerbe. Ah ja, Senioren. Mann, ey, wieso wird E-Sports nicht als Sport anerkannt? Weißt du, Schach, ja, Dart, das ist scheiße langweilig. Ich habe mir mal eine Weltmeisterschaft angeguckt. Ich finde Dart geil, vor allem die Zuschauer, die im Hintergrund komplett abgehen.
Ja, ich hau jetzt diesen Pfeil dahin. Jetzt kommt er zweimal ins Bullseye. Ah, fuck, war doch nicht so gut. Nein, der muss nicht ins Bullseye, der muss Ja, in ich in die weiß Trip, in inzwischen. die Triple 20, in die Triple 20. Ja, ganz am äußeren Ring ist das, ne? Nee, Oder es so. ist, das ist so. Also es ist ja auf jeden Fall irgendein innerer Ring. Und das Bullseye bringt 50 Punkte und die Triple 20 bringt 60. Deshalb probiert man die zu treffen. Schön. Also, eben, man merkt, dass die lassen wirklich alles rein, sogar Schach. Schach ist zwar älter als der normale. Schach wird aber nicht bei Olympia zum Beispiel gespielt. Ja, Ich toll. habe mir auch übrigens dieses Jahr Schach-WM von Fabiano Caruana gegen Magnus Carlsen. Das konnte man leider nur für, ich glaube, irgendwie 20 € im Monat musste man Abonnement abschließen und konnte sich dann aber dafür die ganze WM angucken. Ich habe mir einfach von Chess24, das ist so eine Seite, da gab es so eine Live-Ansicht von dem Schachbrett, die habe ich mir einfach angeguckt auf der Seite. Da waren dann auch noch so Experten in Deutsch. Das war irgendwie so ein Ehepaar. Und die sind beide irgendwie so Schachgroßmeister. Und die haben dann da irgendwie so gesagt, ja, das könnte der nächste Zug sein, so könnte der aussehen. Da habe ich mir so gedacht, so, oh mein Gott, wie hobbylos kann man sein? Aber ich finde es geil irgendwie. Ich mag Schach auch. Das letzte große Turnier mit einem der inzwischen recht jungen Großmeister im Schach war echt spannend. Das waren Wie wirklich. war denn sein Name? Ich merke mir doch nicht jeden Namen von Meinst du irgendwem. vielleicht Magnus Carlsen? Das kann gut sein. Du kannst es ja mal googeln. Ja, Oder, es nee, gibt Bingen. Magnus Bingen. Carlsen. Es gibt Magnus Carlsen und Fabiano Caruana. Das ist so die 1 und die 2. Und die haben dieses Jahr gegeneinander gespielt um den Weltmeistertitel. Ich glaube, die hatten irgendwie 14 Tage hintereinander oder irgendwie gespielt, haben immer wieder mal ein bisschen was verschoben, weil die Ja, einfach. die spielen jeden Tag ein Match und nach zwei Spieltagen gibt es einen Ruhetag. So war das, glaube ich, irgendwie. Und die haben jeden Tag abends um 16 Uhr begonnen und waren irgendwann nach, was weiß ich, 3 Stunden erst fertig, irgendwann abends. Aber ging eigentlich. Also ich sag euch, wenn irgendjemand jemals ein weiterer Weltkrieg ausbricht, dann sind das die Top-Strategen, ey. Natürlich will niemand einen weiteren Weltkrieg, ich auch nicht. Das waren schreckliche Zeiten, der erste und zweite. Du kennst doch nicht mal die Zeiten. Hast du irgendeine Großmutter, die im Ersten oder Zweiten Weltkrieg war? Nein, aber ich habe mir viele Dokumentationen und vieles Zeugs angehört. Ey, Ah, das reicht vollkommen. meine Uroma, die hat gelebt, bis ich 4 war. Die war noch im Zweiten Weltkrieg. Komplett hat sie ihn durchlebt, hat er als Krankenschwester, nee, hier im Waisenhaus hat die so als gearbeitet. Und Gehörte sie auch zu den Trümmerfrauen? ja, Bestimmt, ja. Das kann die gut also sein. die hat nach dem Krieg hat sie im Wald als Waldarbeiterin gearbeitet und hat da Bäume gefällt und hat so ihr Geld verdient. Coole Großoma. Großoma. Meine Uroma, ja. Weißt du, nur weil meine Großureltern, die ich glaube vor 6 Jahren noch gelebt haben, und meine Oma und Opa nicht in diesem Land waren, weißt du, Ja, da. also muss ich mir sowas anhören. Ja, auch um als Aramäer hat natürlich seine Vorfahren ganz woanders als ich. Und deshalb ist es relativ schwierig, glaube ich, ist überhaupt schwierig, so deine Vergangenheit so zu erforschen. Oh ja, unglaublich schwierig, denn alle Völker, die in der Türkei bis heute noch leben oder gelebt haben. Also, Man sollte erstmal erzählen, Aramäer sind ein Volk, die wurden. Wann wurden die vertrieben aus der Türkei? das ist unwichtig, sowas will ich gar nicht aufmachen. Wahrscheinlich werden mich viele jetzt hassen, aber ich finde, man kann viel erzählen, viele sagen so, ich glaube, 1014 oder sowas. 1014. Ja, das Im war's. Jahr 1014. Was weiß ich denn? Irgendwelche Jahre werden immer mal wieder genannt oder 1814. Irgendwelche Jahre auf jeden Fall. Vieles ist sehr undokumentiert. Viele Sachen sind extrem schwer zu erforschen. Sehr, sehr viele Sachen. Auch aufgrund der Unterdrückung, des momentanen, Machthabers. Du. Recep Tayyip Erdogan.
Recep Charlie Erdogan und Erdogan. Recep Charlie Erdogan, so ähnlich. Charlie Delta Omega Alpha Saphir irgendwas. Ja, also Herr Erdogan, sagen wir es mal so. Ja. Aufgrund seiner Unterdrückung ist es halt auch komplett schwierig, überhaupt dort zu forschen, weil er auch alle Völker, die dort ihre Heimat haben, ihre Wurzeln, unterdrückt. Er lässt Renovierungsarbeiten an alten Kirchen und Gebäuden, die unglaublich alt sind, lässt er zerfallen. Mit Absicht lässt er einem verbieten, diese zu renovieren oder in irgendeiner Weise. Das weiß ich, das habe ich bei Arte. Ja, bei Arte gesehen. Ja, bei dem französisch-deutschen Sender. Der hat ja auch irgendwie so einen neuen Präsidentenpalast gebaut. Auf irgendeiner Ruinenstätte oder so, die 12.000 Jahre alt war, irgendwie so UNESCO-Weltkulturerbe. Was macht Erdogan? Roms Palastin, 200.000 Quadratmeter. Irgendein Gericht hat das zwar verboten, dass das gemacht werden darf, aber ist doch dem Erdogan egal. Ja, deswegen all hail Erdogan. All hate Erdogan. Heil Erdogan, bitte nicht uns verklagen, ja? Wir sind nicht Böhmermann. Die ganzen Türken, die alle irgendwie für Erdogan hier von Deutschland aus abstimmen, dass der da unten Präsident bleiben darf oder für irgendwelche Sachen da überhaupt abstimmen, die müssen da runterfahren und da ein Jahr leben eigentlich und mal mit ihren Folgen leben, weil du kannst hier stimmen, ja, ich will, dass Erdogan Präsident wird. Egal, kannst du aber trotzdem sein, weil am Ende interessiert dich nur, ob Angela Merkel es wird oder was weiß ich, Olaf Schubert, was weiß ich. Schön. Also mir gefällt diese... Martin Schulz meine ich eigentlich. Wieso komme ich auf Olaf Schubert? Also diese Abschweifung von Sport zu Politik zu Weltgeschehen finde ich super. Können wir da bitte bleiben, Jonas? Wir machen weiter mit dem Handball. Nein! Wir machen weiter mit dem Handball. Jetzt hängt sich hier das Internet auf. Auch um Katastrophe. So. Ja, das finde ich gut. Das Internet ist auf meiner Seite. Nein. Ah, oh, wie schade. So. Frage, kennst du dich ein bisschen mit Handball aus? Das ist so die zweite große Sportart, glaube ich, in Deutschland nach Fußball. Nein, aber ich weiß, dass es echt harter zugehen kann und man sich schon gerne mal was am Rücken tun kann, also. Also Handball, bei Handball ist ein bisschen mehr los als beim Fußball. Das muss man vor allem sagen. Und die deutsche Handball-Bundesliga, die HBL, soll die stärkste Handballliga der Welt sein. Das finde ich gut. Was auch nicht schwer ist, weil in Amerika, was so ein Land ist, wenn irgendein Sport in Amerika populär ist, sofort riesig Fernsehverträge, sieht man ja dran, Eishockey, Football. Man muss aber auch dazu Basketball, sagen, weil riesige Sportarten, nur weil der unglaublich viel Geld in diesem amerikanischen Fernsehmarkt ist. Man muss aber auch dazu sagen, viele dieser sehr, sehr beliebten, weitreichenden Sportarten in Amerika gehen auch stundenlang. Football oder Baseball. Ja, das geht 3 Stunden Football. Die reine Grundspielzeit sind 1 Stunde. Da kann ich gut und gerne mal richtig gut den Film Titanic da rein platzieren und einmal durchgucken, du. Aber das Problem ist, da wird halt sehr oft die Uhr angehalten. Das heißt, am Ende dauert der ganze Spaß da, dauert einfach 3 Stunden. Wobei man da nicht vergessen darf, beim Football, da wird 10 Sekunden gespielt, gefühlt, und dann wird erstmal 2 Minuten lang dann setzen die Spieler erstmal so 2 Minuten beieinander und bereden, wie jetzt der nächste Spielzug ablaufen soll. Und ja, beim Eishockey, Eishockey ist auch so ein Sport, da wird oft die Uhr angehalten, da wird auch so, na gut, da wird es aber nicht so oft angehalten wie beim Football. Und Basketball kennt ihr alle bestimmt auch. Da wird auch die Uhr gern mal angehalten, aber dauert auch Grundspielzeit vielleicht so 2 Stunden. Ich muss jetzt hier gerade Zeit überbrücken, weil Orom nach dem Deutschen Bundestag auf Wikipedia sucht. Ja, weil ich gerade was im Kopf hatte. Ich wollte nochmal nachgucken, ob es richtig war. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass die kürzeste Bundestagssitzung irgendwie nur 18 Sekunden ging oder sowas. Und dass das nur... ich weiß nicht, was das war, aber ich fand das so interessant. 18 Sekunden. Eine Bundestagssitzung, das ist doch schon mal ordentlich, oder? Oder das kürzeste Fußballspiel der Welt. Das würde mich auch interessieren. Also, das kürzeste Fußballspiel der Welt? Ja. Ich gehe davon aus, dass es gibt ja auch so Fußballspiele, wo man sagt, nach einer Zeit, wenn da, keine Ahnung, ich glaube, mehr als 5 Tore gefallen sind, dass man sagt, oh nee, jetzt hört mal auf, weil
irgendwie hat es keinen Sinn mehr. Oder ja, sowas man kann, man kann ja aufgeben als Mannschaft, aber sieht nicht so gut aus. Wird man normal für bestraft, wenn man ein Spiel aufgibt. Schade, hier finde ich jetzt leider nichts. Ja gut, dann bleiben wir weiter beim Handball. Egal. Bleiben wir weiter beim Handball. So, Handball. Hoffentlich gewinnen die Deutschen auch irgendwann mal wieder die Handball Champions League. Das haben sie nämlich in den letzten Jahren nicht so gemacht. Da sind gern mal so Vereine, zum Beispiel irgendwie aus Polen oder Ungarn, sind da weit gekommen, aber auch nur, weil da reiche Leute viel Geld investieren in diese Vereine, dass die groß werden. Ja, und deshalb, da gehen eigentlich nur 500 Leute in diese Hallen hin, wenn da so ein normales Länderspiel ist, und die gewinnen auch irgendwie jemals so 95% aller Spiele einfach so, diese Vereine. Aber ja, was da halt zählt, ist, dass die im europäischen Vergleich gewinnen. Mir gefällt es, wie du hier Monologe hältst, wie ich zumindest die vorherigen Dinger da einfach Monologe gehalten habe. Ich find's toll, da muss ich mir nicht irgendwas ausdenken oder hier die ganze Zeit einfach nur labern. Das finde ich gut. Ich kann hier einfach beisitzen und ein bisschen hier Lohn abstauben oder sowas. Ja, wenn die Monologe interessant wären, aber manchmal haben wir total langweilige Monologe und dann fehlen die Worte, da muss ich irgendwas ausdenken. Ja, ich überschlage jetzt einfach meine Beine und guck weiter auf diesen Bildschirm. Aha. Hier, Radsport. Erstes kontroverses Thema. Das Team Sky. Also die heißen Sky, weil sie vom Fernsehsender Sky gesponsert werden. Ein englisches Team. Die haben das Problem, dass sich der Sponsor Sky im Jahr 2019 möchte er sich gerne zurückziehen als Sponsor. Man glaubt, dass es daran liegen könnte, weil das Team ja so ein paar Tests hat, so ein paar Doping-Tests, die ein bisschen positiv waren. Ja, hupsi. Dass da irgendwelche Werte bei Sportlern festgestellt wurden, die so, ja, wie will ich sagen, die waren jetzt nicht so in Ordnung, aber scheißegal. Ja, hupsi, aus Versehen waren da ein paar Medikamente drin oder Steroide. Ja, das war der Chris Froome, aktuell ein sehr guter Radfahrer, glaubt man wohl, aber der hatte die doppelte Dosis von einem Asthma-Mittel überschritten, die er hätte haben dürfen, ohne Attest. Und wenn man keinen Attest hat, dann sind bestimmte Sachen nicht erlaubt im Radsport. Und Radsport ist ja prädestiniert dafür, irgendwelche Dopingmittel wohl einzunehmen. Ach, der arme Asthmatiker, weißt du, der hat Asthma, lass den noch fahren, Mann ey. Nicht zu vergessen, zuletzt, überhaupt der Fall Lance Armstrong. Hast du schon mal was vom Fall Lance Armstrong gehört? Ich habe Armstrong schon mal gehört, aber nur in Verbindung mit Mondlandung. Also der Radfahrer Lance Armstrong hat 7-mal die Tour de France gewonnen. Hoho, das ist auch schön. Aber jedes einzelne Mal hat er gedopt. Das heißt, alle Titel wurden ihm wieder aberkannt. Das ist schade. Ja, das ist schlecht. Ich würde es mal interessant finden, wie das bei Sport wäre, wenn man erlauben würde, dass alle sich dopen dürften. Und dann würden die Leute sterben. Meinst du? Das Problem ist ja, wenn du zum Beispiel EPO nimmst. EPO ist ein Mittel, was dem Körper vorgaukelt, du bist noch nicht an deiner Grenze. Du kannst noch mehr Power geben. Das heißt, du überdrehst völlig. Dein Puls ist viel zu hoch, aber du merkst es nicht, weil du bist einfach nicht aus der Puste, sondern du hast einfach weiter Power und du achtest da nicht drauf. Und dann, boom, Herzinfarkt, fällst du um, bist tot. Ja gut, man könnte ja sagen, dass gewisse Mittel weiterhin verboten sind. Ja, es gibt ja Mittel, die sind leistungssteigernd, aber die darf man nehmen. Es ist zum Beispiel so, viele Sportler, denen tut zwar irgendwie alle Knochen weh, aber die nehmen einfach irgendwelche Schmerzmittel oder irgendwelche spritzen sich irgendwelche Medikamente oder lassen sich die spritzen, damit die überhaupt Sport machen können. Deshalb sind einige Mittel überhaupt nur erlaubt. Und es gibt Mittel, die werden so nach und nach verboten. Dann merken Sportler plötzlich, hups, jetzt war mein Dopingtest positiv. Wie kann das sein? Ich habe doch nur legale Mittel genommen. Ach, vor einem Jahr wurde ja das Mittel, was wir gerne nehmen, plötzlich verboten. Oder hups, ich habe Mohnbrötchen gegessen. Brötchen vor allem. Ja, ich glaube so Drogen, so Opiate, Drogen. Ja gut, der ein oder andere. Also man muss dazu sagen, Mohn, es gibt Mohnsorten, die zum Beispiel zum Herstellen der Droge Heroin benutzt werden.
Und vor allem gerne so im Iran, glaube ich. Also ich hoffe, das ist jetzt kein Klischee, aber es ist, glaube ich, wirklich so, im Iran wird gern mal so ein Mohn angebaut, mit dem dann Heroin hergestellt wird, ein Opiat. Ja, aber das sind meistens so mikroskopisch kleine. Ich glaube, da muss Unmengen an Mohn angebaut werden. Ich glaube, Also. man müsste, um überhaupt so einen Effekt davon zu merken, so körperlich, müsste man, glaube ich, wirklich so eine ganze Schüssel, so eine 1 Kilo Schüssel Mohn essen. Das So ist. normalen Mohn, der bei uns erlaubt ist halt. Ja gut, das ist aber bei den meisten Sachen so, wenn man irgendwie Vitamine oder so zu sich nehmen möchte und man möchte irgendeine Tagesdosis erreichen, ja, dann viel Spaß, da könnt ihr euch Fett fressen. Das habe ich schon mehrfach gemacht, also ja, wirkt auf jeden Fall nicht. Man muss aber immer dazu sagen, die meisten Vitamine und Nährstoffe kriegt man eigentlich so schon beim Frühstück, Mittag und Abendessen hinterher. Ja, die meisten Leute werfen ja auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel ein, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin C, Magnesiumtabletten, ach. Magnesiumtabletten, weil Das einem ist die bescheuert. Muskeln wehtun. Das ist total bescheuert. Ja, Der Körper kann das, ein Großteil dieser Vitamine kann der Körper komplett selbst produzieren oder sich aus anderen Sachen wie Beta-Carotin herholen. Aus Beta-Carotin wird im Körper Vitamin A. deshalb heißt es ja, Karotten sind gut für die Augen, weil das Beta-Carotin aus den Karotten wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt. Das ist dann gut irgendwie für die Augen oder so. Ja, man, den Kontrast sieht man dann besser. Man sieht nicht schärfer, sondern man kann dann Sachen besser erkennen. Ich zum Beispiel habe extrem viel. Ja, gut, egal. Meine eigene Erfahrung kann sehr, sehr subjektiv sein. Lassen wir das mal weg. Ja, gut, ich habe ungefähr minus 6 auf beiden Augen. -6 Dioptrien. Ja, und wenn ich jetzt rausgucke aus dein Fenster, dann sehe ich ja ganz weit ins Land hinein. Sollen wir vielleicht mal Und erwähnen, ich kann. aktuell hat es geschneit, das heißt, draußen ist eine wunderschöne weiße Winterlandschaft zu Ja, in sehen. ganz Deutschland hat es geschneit. Das war richtig, das ist richtig schön. Früh am Morgen gucke ich raus. Hups, was ist denn da passiert? Ja, da hat jemand dort Schneegestöber eingelassen. Schneegestöber. Ja. Warst du eigentlich schon mal irgendwie in Norddeutschland im Urlaub? Ehrlich gesagt noch nie. Ich war sehr häufig bei Verwandten in der Nähe von Bremen. Also eher weit weg von Bremen, aber ja. Da war ich schon mal ganz häufig. Aber so im Urlaub Weil oder an Weihnachten? mir Nee. fällt nämlich gerade ein, ich glaube, so im Norden von Deutschland schneit es eher weniger, weil die sind ja so wirklich so auf Meereshöhe, so auf 0 Meter über dem Meer. Und bei denen schneit es, glaube ich, viel weniger als bei uns, weil wir sind ja hier so circa auf 300, 400 Metern. Und Tja. da könnte es noch eher schneiden als bei denen da oben. So, ich versuche jetzt gerade wieder zu rekapitulieren. Wir sind von Zu Schnee. rekapitulieren, das heißt, du Ja. gibst auf. Nein, kapitulieren ist aufgeben und rekapitulieren ist, glaube ich, wiederholen. Wiederholen. Weiß. Ich versuche wieder im Kopf mal die Brücke, wie wir von einem Thema zum anderen gesprungen sind. Also, von Meeresspiegel zu Schnee zu Norddeutschland, da habe ich was durcheinander gebracht. Zu Kontrast, Vitamine, Beta-Carotin, Augen. Ja, Von Nahrungsergänzungsmittel zu Beta-Carotin zu also, Augen. ganz kurz gesagt, Nahrungsergänzungsmittel sind totaler Schwachsinn. Das ist sehr gut für überteuerten Urin. Das ist wirklich so. Urin ist eigentlich unglaublich voll mit Nährstoffen und Vitaminen. Aber man braucht das nicht. Deswegen scheidet der Körper das in den meisten Fällen wieder komplett aus. Man braucht es einfach nicht. Man nimmt sehr viele Sachen so schon auf und man braucht es echt nicht. Sollen wir vielleicht weiterspringen zum Wintersport? Das, genau das wollte ich machen. Ich wollte das jetzt alles ab, diesen Zweig hier absägen und dann wieder zurück. Gut, Wintersport. Guckst du Wintersport im Fernsehen? Ja, aber wegen der schönen weißen Landschaften. Ich bin so neidisch. Wieso guckst du nicht irgendwelche Weihnachtsfilme, so drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so wunderschöne Naturdokus von Lappland? Du, ich bin ein Langweiler. Ja, ich weiß, dass ich ein echter Spießer bin, ein Langweiler. Ich gucke sehr gern so Polit-Scheiße, ja. Aber ich bin nicht so langweilig. Also echt jetzt. Also du guckst keine schönen Wintermärchen und keine Dokus über Winterlandschaften in Finnland? Nein, ich gucke jetzt momentan einfach mal raus, weil ich das so schön finde, dass es überall auf den Dächern weiß ist, auch wenn es nur 3 cm Schnee ist, Pulverschnee.
Ist doch egal. Ich will mehr Schnee hier in Deutschland. Vor über 14 Jahren war das hier toll. Mann, Vor über ey. 14 Jahren, da konntest du dich doch gar nicht mehr dran erinnern, Orom. Doch, ich habe nämlich Fotos aus der Zeit. Ach Das du war Gott. mein erstes Weihnachten draußen. Ich Wie dein war erstes Weihnachten draußen? Wie lange bist du denn bitte drin geblieben? ja, bei meinem. Ich wurde halt fünfmal geboren. Ne? Also Okay. wie alt bist du jetzt nochmal, Orom? Ich bin 10. Nein. Ich bin genau 15. Vor 14 Jahren war ich genau ein Jahr alt. Deswegen kann ich Was? das. Du bist doch mindestens 18. Jetzt sei ruhig, ich will doch nicht meine Nee, du bist privaten. sogar, glaube ich, 19. Du bist doch im Oktober geboren. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Hier, Wintersport, Skispringen, irgendwas mit Staffel. Ja, was hast du zum Wintersport zu sagen? Arndt Pfeiffer und Frederik Doll, heißt der, glaube ich, bringen die Staffel noch aufs Podium. Die Winter, nee, die Biathlon-Herrenstaffel. Aha, ich habe keine Ahnung, was Staffel sind. Ich weiß nicht, was Weißt du Podium nicht, ist, was eine aber. Staffel ist? Was ist das? Einer fährt eine Runde zum Beispiel, dann klatscht er den anderen ab, dann fährt der für den nochmal eine Ach, Runde. so eine Staffel. Ach so, oh Gott. Ja, sowas ähnliches wie Staffellauf, nur dass hier Ski und so weiter. Hört sich ja total langweilig an. Oh yeah, jetzt machen wir einen Staffellauf. Nur jetzt auf Skiern. Nur Will. jetzt auf Real. Und solche Leute kriegen Geld, weißt du? Aber E-Sports, weißt du, das ist richtig hammerhai harter Sport. Die Leute sind 24/7 am verschissenen PC, denen brennen die Augen, denen brennt die Lunge, weil die nicht so viel Warum Essen und Trinken zu sich nehmen. sollen wir einfach direkt zum E-Sport von springen? Sollen wir die ganzen anderen Themen, ganzen anderen Sportarten und Themen einfach überspringen, direkt zum E-Sport gehen? Ja, solange E-Sport nicht direkt was mit Sport zu tun hat, sprich FIFA Gut, 19. wir sind hier bei e-sport.kicker.de. Die haben sogar eine eigene Subdomain dafür gemacht. Das finde ich wieder richtig geil. Alle IT-Nerds sind jetzt voll geil. Oh, eine eigene Subdomain. Oh, Oh, geil. oh ja, Baba. Ja, Wieso sieht ja. diese Webseite bitte so modern aus und die Original-Kicker-Seite sieht irgendwie so aus, als hätte die vor 8 Jahren mal einer gemacht und dann nie wieder angefasst. Frage, wieso ist die Seite allgemein so klein? Liegt das an der Anzeige, die nicht geladen wird? Ich glaube, das liegt an der Anzeige, die nicht geladen wird. Tatsächlich. Ach ja, und FIFA ist kein gutes Spiel. Es ist kein Du Spiel. kennst doch FIFA gar nicht. Ich mag FIFA. Ich kenne FIFA. FIFA ist Kacke. Was? Hallo, echter Sport mit einem echten Fußball ist besser. Kostet Was weniger hättest du denn lieber und als hat mal länger mehr E-Sport? Was von. hättest du denn lieber? Lieber PES, Dota 2, LOL, C. Was heißt jetzt? Alles, was nicht FIFA ist und SEP. Nee, PES. So, andersrum. Was ist denn SC2? SC2. Ja. StarCraft. StarCraft 2. Geil. Oh Gott. Oh Mann. LOL, Dota, StarCraft 2, genau das sind meine Was Spiele. passiert denn in StarCraft 2? Erzähl mir das mal, ich kenne das gar nicht. Jetzt hast du mich alles kalt erwischt. Wie schon gesagt, ich bin noch gar nicht neu da drin, aber Oh ich Mann. find das alles super geil. StarCraft. Moment, wir gucken einmal nach StarCraft ist auf StarCraft. jeden Fall irgendwas mit Teams. Irgendwas mit Teams. Irgendwas für Teams hier. StarCraft 2 Download, Cheats, schön. Ich gucke lieber nach der Meistens sind das Wikipedia. irgendwelche Online-Free-to-Play-Spiele, Hier Wikipedia. die man oft im Koop spielen kann. Ist eine Computer-Trilogie, die zuerst hergestellt als Blizzard. Die steht das, ne? Echtzeitstrategie. Also eine Echtzeitstrategie, wie jedes andere Spiel auch, finde ich alle toll. Und meine Internetleitung reicht dafür aus, um das Ding zu spielen. Genauso wie die blöde Leistung meines klitzekleinen Computers, Laptops zu Hause. Ja, das ist richtig schön. Kann hier irgendwie, was ich, Arcade oder so spielen? Irgendwie so Arcade? ähnlich. Hä, wie sollte das Also gehen? auf jeden Fall, keine Ahnung, kämpft man irgendwie so weltraummäßig, glaube ich, gegeneinander. Bestimmt. Nein. Ja, das sind auf jeden Fall echt schöne Spiele. Ich finde, es sollte mehr dieser Art geben. Es gibt ja auch Weltmeisterschaften im neuen Spiel, was am 7. Dezember dieses Jahres rausgekommen ist. Also, Welches denn? naja, das ist ein Spiel von Nintendo. Es ist Super Smash Brothers Ultimate, denke ich, heißt es. Es ist ein echt cooles Hau-drauf-Spiel mit extrem vielen Charakteren. Und da gibt es auch Weltmeisterschaften drin und alles. Finde ich echt cool.
Aber auch an Spielen wie Splatoon. Wenn du mir das Mikro noch näher ranhältst, habe ich es im Mund. Ich hatte das Mikrofon genauso weit weg wie vorher auch. Es kam plötzlich ein ganzes Stück näher. Oh. Nicht so nah. Ach Gott. So. Du kannst ja auch fett ins Mikrofon reinschreien. Mal gucken, wer es mit Kopfhörern hört. Einfach richtig schön rein. Ja. Nein, das machen wir nicht. Wir gucken. Hier, FIA Gran Turismo Cup Kürmeister ist gekürt, weißt du, ne? Ah ja, Gran Turismo, ja, das ist auch so ein eigentlich cooles Spiel. Dort wird aber fett ab. Ja. So, für welche Art von Computerspielen interessierst du dich eigentlich, wenn wir jetzt hier schon bei E-Sport sind? Du, ich spiele LOL und ich finde LOL ganz interessant. Auch von den Charakteren. Ich mag die Du, also du Charaktere. magst League of Legends. Ja, The League of Legends Championship. Hast du dir da schon mal irgendwie was angeguckt? Wie schon gesagt, ich bin scheiße neu. Da dieser Dingens Branche, könnte man es Branche nennen. Ich finde das alles so unglaublich interessant. Muss aber erstmal durchblicken, wie das alles so genau funktioniert. Ich selber spiele immer so ein bisschen, aber nur gegen Computer. Beziehungsweise gegen KIs oder sowas in der Art. Bots, viele nennen es auch Bots. Ja, finde ich mal ganz interessant. Was hat denn Donald Trump heute gesagt? Oder wollen wir heute schon ein bisschen beenden? Ich würde Wilde sagen, wir sprechen beim nächsten Mal dann. Westen, nee, die Ich würde gelben sagen, wir sprechen beim Westen. nächsten Mal dann mal über das Thema. Haben wir schon über das Thema Politik geredet? Was? Politik ist unglaublich groß, also. Wir können auch das Thema Amerika mal ansprechen, können uns dann über Amerika austauschen. Da können wir Donald Trump direkt mit reinnehmen auch. Also, jetzt wisst ihr das nächste Mal Thema Amerika. Ja, mit Amerika ist ein interessantes Thema. Telekom, Amerika. ja, Magst du eigentlich Stromanbieter. Amerika? Jetzt können wir. Magst du den Sport in Amerika? Wir müssen immer noch beim Thema Sport bleiben, Oren, weißt du doch. Moment, Amerika oder Sport? Ich bin blöd im Sport Hirn. in Amerika. Sport in Amerika. Ja? Also ich finde, da ist das mit dem E-Sports viel besser geplant und Ja, E-Sport aufgebaut. gibt es auch in Amerika, also magst du Ja, den aber viel, E-Sport? viel besser und viel größer. Und dort sind Spiele allgemein viel beliebter als hier in Deutschland, also so Computergames. Hier werden sie nach und nach immer beliebter, weshalb sich auch die ein oder anderen Publisher dazu aufraffen und zwingen, Dinge hier auch am gleichen Datum rauszubringen wie in Amerika und Asien. Mann, ey, ich hasse Amerika und Asien aufgrund dessen. Es gibt ja auch Spielehersteller, die geben Spiele direkt zum Download frei ab 0 Uhr im Heimatmarkt. Und in Australien ist das am ehesten. Das heißt, du kriegst, wenn du aus Australien ein Spiel downloadest, kriegst du deine Spiele am ehesten. Hast du schon mal den Trick gehört? Nein, aber ich habe mal einen anderen Trick angewendet. Ich habe für eine Special Edition für die Nintendo Switch, das war vor einem Jahr, als sie ganz frisch rauskam, habe ich ein Spiel aus dem Ausland, aus Frankreich bestellt, weil es da von dieser Special Edition, weil die da noch nicht vergriffen Möchtest du war. jetzt nicht noch eine bestellen, hast du mir mal erzählt? Ja, das sind aber andere. Das hat, das ist Ach so. du meine Güte. Was denn? Das sind richtig geile Special Editions von Zelda. Ja, ich bin ein Zelda-Franchise-Nerd. Von The Legend of Zelda. Und das Ding ist leider in Deutschland überhaupt nicht erhältlich. Dafür aber in Österreich. Nicht in der Schweiz. Deswegen hätte ich es rein theoretisch bestellen können. Wäre es in der Schweiz wenigstens. Da hättest du vielleicht aber Zoll bezahlen müssen, das weißt du. Das wäre mir scheißegal gewesen. Ganz ehrlich, ich will Ah, die Kacke. bestell deinen Scheiß lieber aus der EU. Ja, ich habe auch nach EU-Ländern geguckt, sowas wie Irland. Funktioniert aber nicht, weil ist zu weit weg. Erstens, zweitens mal würde das mit dem Schiff hier ankommen. Ich weiß zwar nicht wann, aber Eher mit dem irgendwann. Flugzeug als mit dem Schiff, weil Schiff, das dauert ja ein paar Tage. Soweit ich weiß, wird doch alles da irgendwie mit Schiff. Ja, auch mit Flug. Ja, Post wird eher mit dem Flugzeug transportiert. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, ich kann das nicht auf ausländischen Webseiten bestellen, weil die liefern das halt nicht bis nach Deutschland. Leider. Das finde ich richtig kacke. Das sind auch sowas wie eine dieser Special Editions. Ich kaufe mir zwei von derselben Sorte. Die eine ist Nintendo offiziell und die andere ist Games. Fake. Nicht ganz fake, die ist GameStop official. Auch von Nintendo lizenziert, aber die gibt es nur bei GameStop. Und GameStop Deutschland hat leider sowas überhaupt nicht. Finde ich echt scheiße.
Ich habe auch mal nachgefragt, die können das leider auch nicht aus dem Ausland bestellen. Ja, ich war mit dir im Laden dabei, du hast ja gefragt. Ja, die wissen auch nicht, wie das funktionieren sollte, wenn es gehen würde. Aber sie können es leider nicht. Finde ich echt schade. Ich hätte es gern gemacht. Heul, heul. Ihr habt Patreon, ne? Was haben wir? Ihr habt Patreon oder sowas in Das der Art. heißt Patreon. Patreon, Patreon, Patriot. Ach, gütiger. Ja, einfach fett dort Ich spenden, glaube, dann kann ich. wir beenden heute lieber die Moment, ich muss nach Geld Aufnahme. betteln. Ich muss noch nach Geld betteln. Also fett bitte bei Patreon spenden, Also damit ein wenn armer Mensch wie jetzt, wenn ich ihr mir jetzt sich über das leisten kann. Sport weitergebildet seid und über Nahrungsergänzungsmittel und über irgendwelche Spieleinhalte, gib mir auch so ein Pfefferminzbonbon, Mann. Nächstes Mal kauf ich bitte wieder Himbeer. Ich mag Himbeer mehr. Die habe ich beim Weihnachtsmarkt gekauft. Da muss ich jetzt extra hin. Weißt du? Wir sind gefühlt 7.500 Kilometer weg. Ah, schönes atmosphärisches Licht. Ich habe jetzt mal meine Schreibtischlampe angemacht. Es wird langsam dunkel hier. Ja, im Winter wird schneller dunkel. Also, Aurum, Vielleicht wäre das wollen nächste wir dann mal für Option. heute die Aufnahme beenden? Oder hast du noch irgendwas, was du den Leuten noch sagen willst? Noch erzählen willst heute, Also so als einfach Abschluss? bitte fett bei Patreon spenden, dann kann ich mir das Ding nämlich als armer Mensch holen. Ich bin echt arm. Ich verdiene nur 7 Trillionen Euro. Bitte spendet. Dann kann ich mir das leisten. Und ich kriege dann immer 3 Cent von jedem einzelnen Euro, den ihr spendet. Deswegen einfach unglaublich viel Geld spenden, dann wird das auch was. So, das war es jetzt, glaube ich, auch mit dem Bettlerei. Ich sag tschüss. Und frohe Weihnachten, Merry Christmas, Have a good year, New Year. guten Rutsch ins neue. Wieso eigentlich Rutsch? Wieso rutscht denn? Warum rutscht man Weil ins es neue Winter Jahr? ist, man rutscht aus, man zündet so draußen die Rakete an so. Und dann so, oh, Dieter, guck mal, war eine geile Rakete. Oh, irgendwie Ja, und so gab es sich zu, so steht es geschrieben. Bis bald, ihr Lieben.